So, ich bin jetzt hier mit zwei anarchistischen Freundinnen, die in Griechenland unterwegs waren, gerade zurückgekommen sind. Und ja, wir werden jetzt kein klassisches Interview führen, mehr so ein offenes Gespräch, in der Hoffnung, dass sie uns ein bisschen was erzählen über die Lage in Griechenland und auch insbesondere etwas zur Refugee-Thematik. So, vielleicht könnt ihr kurz einfach erstmal was sagen. Ja, genau. Ja, wir kamen jetzt gerade zurück von einer fast 6-wöchigen Reise und haben den Großteil davon in Griechenland verbracht, sind da viel rumgereist, waren sowohl auf dem Festland als auch auf mehreren Inseln. Also es war gar nicht als politische Reise oder dergleichen geplant, sondern wirklich klassisch Urlaub und Freunde besuchen. Nur hat das eben zu einer Zeit stattgefunden, in der viele Dinge passiert sind, von denen ihr wahrscheinlich mitbekommen habt. Und ja, wie es der Zufall so wollte, waren wir so in vielen Momenten gerade vor Ort. Ja, hauptsächlich sind wir schon mit dem Gedanken losgefahren, Urlaub zu machen. Aber ja, hauptsächlich haben wir das auch. Aber teilweise war das schon ganz schön krass, was man dann doch so mitgekriegt hat. Eben besonders auf den Fähren, dann war das plötzlich kein toller Urlaub mehr, sondern auch die Frage, bleiben wir jetzt im Urlaub, fahren wir zurück und sagen kein Bock mehr. Also schon einiges mitbekommen. Und vor allen Dingen auch im Vorhinein. Ganz oft, wenn man gesagt hat, ja, wir fahren jetzt nach Griechenland. Oh, sicher, dass ihr da hinfahren wollt, ist doch jetzt total gefährlich. Passt auf eure Sachen auf, passt auf euch auf. Das habe ich ganz oft gehört. Jetzt nicht in meinem Freundeskreis, aber so im Freundeskreis meiner Eltern. Da war ich kurz vorher nochmal und nein, uns ist nichts weggekommen. Ja, vielleicht können wir erstmal anfangen mit der Situation mit Syriza und der ganzen Lage in Griechenland. Wie waren die Leute so drauf? Ihr kamt ja dort an direkt nach dem Referendum. Also wir waren kurz nach dem Referendum da, einige Wochen danach, 2 oder 3, nach dem Referendum direkt, was wir natürlich mitverfolgt haben im Vorfeld, also was gerade da vor Ort da passiert, dachte ich eigentlich, dass die Stimmung, unabhängig davon, wie das jetzt politisch weitergeht, ja, sich irgendwie in irgendeiner Art und Weise erhalten hat. Also auch wenn ja quasi kurz bevor wir da waren, schlussendlich Syriza und Tsipras dieses Memorandum verabschiedet oder beschlossen, geschlossen haben. Aber die Situation, als wir dann ankamen, war eine, ja, gänzlich bedrückendere, sage ich mal so. Inwiefern bedrückend oder worin konnte man das ablesen? Also es war natürlich Thema überall, wie sollte es auch nicht sein. Also es fing ja schon offensichtlich an mit den oft gezeigten Geldschlangen vor Geldautomaten, also die wirklich da waren. Und es war überall eigentlich Thema. Also mein Griechisch ist leider sehr begrenzt, aber wir hatten eben auch Freunde dabei, die Griechisch sprachen und die uns auch immer wieder darauf hingewiesen haben, wenn Menschen eben über das Thema geredet haben, weil wir halt alle sehr interessiert waren, wie da so die Stimmung ist. Also es gab auch einige, die wir getroffen haben, die eben dort lebten, mit denen man sich auf Deutsch oder Englisch unterhalten hat. Und ja, es ist einfach Thema und es ist nicht nur irgendein abstraktes Thema, sondern es betrifft die Leute vor Ort einfach. Man hat immer wieder gehört, so dass die Kaufbereitschaft der Leute sinkt. Also ganz gerade so Menschen, die in Geschäften gearbeitet haben, haben drüber geklagt. So, wir waren an Orten, wo wir letztes Jahr schon waren, an denen, wo man eben eine krasse Verschlechterung der Lage gesehen hat, in den Großstädten unglaublich viel Leerstand, mit allen Leuten, mit denen man da geredet hat, viele Kündigungen, dass der eigene Betrieb schließen musste, insolvent gegangen ist. Ja, auch so durch Kleinigkeiten, dass Leute in Tavernas saßen und was ja ein wichtiger Sozialtreffpunktort einfach in der griechischen Gesellschaft ist. Aber dann, wenn man mal genauer hingeguckt hat, dass Leute da saßen und 3 Stunden an einem Bier genuckelt haben. Einfach, dass sie was hatten, um da sitzen zu können, aber eben offensichtlich kein Geld, um ein zweites Getränk am Abend zu trinken. Ja, also ich fand an sich die Stimmung jetzt von dem, als wir da hingekommen sind, jetzt nicht, ich komme da hin und alle sind schlecht gelaunt, überhaupt nicht. Die waren einfach so freundlich wie das letzte Jahr auch. Und es war eher, ja, dass wenn man angefangen hat, darauf zu achten, eben das
tatsächlich Leute ewig an ihrem Getränk gesessen haben. Und auch da, wo wir letztes Jahr waren, den haben wir darauf angesprochen, warum er jetzt kein Essen mehr macht, sondern nur noch so eine Mini-Kneipe. Und dann ging sein Gesichtsausdruck, wurde auch direkt ganz ernst. Er meinte ja, schade, aber er ist arm, sie sind arm, die Insel ist arm. Alle sind gerade arm. Es macht keinen Sinn mehr. Und er weiß gerade auch nicht weiter und irgendwie versucht er jetzt so, sich zu halten. Und ich hatte den Eindruck, dass auf dem Campingplatz, auf dem wir waren, da waren hauptsächlich griechische Touristen, auch jüngere, dass die weniger essen waren als letztes Jahr, dass die noch mehr gekocht haben. Und auch so die Blicke, als wir gesagt haben, ja, wir gehen essen. Also, oh, ihr könnt essen gehen. Das ist so ein bisschen so ein sozialer Eindruck, ökonomischer Eindruck. Habt ihr mit Leuten auch politisch gesprochen? Was jetzt irgendwie Erwartungen an Syriza beispielsweise oder neue Politik, keine Ahnung. Mit den Genossinnen aus dem anarchistischen Spektrum, mit denen wir geredet haben, da war die Haltung relativ klar, also da gibt es gar keine Erwartungen mehr. Es gab tatsächlich einen Teil, wie auch immer man den jetzt greifen will. Nee, anders vielleicht. Also Syriza war trotz natürlich der inhärenten Ablehnung von Parlamentarismus im Anarchismus. Es wurde schon diskutiert. Also als wir letztes Jahr da waren, haben wir darüber auch mit, als Syriza ja gerade im Kommen war, haben wir da auch mit einigen Genossinnen vor Ort geredet, wo auch einige meinten, dass sie das erste Mal in ihrem Leben wählen gehen werden, und zwar Syriza. Eben aus dem ganz pragmatischen Grund, dass ihnen ja schon die Beschränktheit von Parlamentarismus und was dieser bewegen kann oder nicht klar ist, aber dass sie nach so vielen Jahren kämpfen und gleichzeitigen, ja, immer größere Verelendung, immer größere Armut, immer größere Einschränkungen im alltäglichen Leben, das zumindest als eine kleine Chance erachten. Nicht, dass sich jetzt alles schlagartig ändert, aber dass wenigstens so gewisse äußere Zwänge ein bisschen zurückgefahren werden. Also dass man eben nicht, weil es ist dort ja so, dass es ja auch nicht mal im Ansatz vergleichbare Sozialsysteme gibt wie unsere oder generell die staatlichen Hilfssysteme, durch die sich ja oder wegen denen sich ja ein Großteil der Szene in Deutschland, behaupte ich jetzt mal pauschal, so ganz gut und sehr lange rum durchwurschteln kann. Also egal, ob es jetzt Hartz IV, BAföG oder sonstige Sachen sind. So Arbeitslosengeld in Griechenland beispielsweise, und das ist nicht einfach zu kriegen, da muss man sehr lange für gearbeitet haben, sind 300 bis 350 Euro, Punkt. Also kein, nicht noch Miete und hier und da, sondern was ich damit sagen will, ist, die Leute stehen da wirklich teilweise existenziell vorm Abgrund. Ein guter Freund von uns aus Thessaloniki beispielsweise ist vor einigen Jahren mit über 40 wieder zurück zu seiner Mutter gezogen, was ja für viele jetzt auch nicht der Wunschtraum in der Zukunft ist. Ihm wurde aktuell jetzt auch gekündigt, nachdem er in den letzten 2 Jahren da auch schon alle paar Monate mal Lohn gekriegt hat. Und ja, die stehen da jetzt irgendwie da und müssen jetzt, also in diesem Fall zum Beispiel, müssen jetzt gucken, wie sie irgendwie mit der Rente von seiner Mutter umkommen. Andere Möglichkeiten gibt es da gerade nicht. Und nochmal auf den Anfang zurückzukommen, eben dass solche, diese wirklich existenziellsten, brutalsten Auswirkungen der Krise irgendwie gemildert werden. Das auf der einen Seite, und auf der anderen natürlich hat Syriza ja auch innenpolitisch sehr viel versprochen. Ich meine, Syriza kommt ja durchaus irgendwie aus der Bewegung, in Anführungszeichen. Und es gab nicht wenige, glaube ich, oder hatte ich den Eindruck, die zumindest einzelne Versprechungen, die sie gemacht haben, da Hoffnung reingesteckt haben und einfach insgesamt die Hoffnung hatten, dass dadurch sich die Situation, die akute, zumindest so weit entspannt, dass da nochmal mehr Energie für tiefgreifende Veränderungen da ist und eben nicht nur Abwehrkämpfe ums Nötigste. Und wie ist die Stimmung jetzt? Eher so auf Abwarten, schauen, was passiert? Was war euer Eindruck? Pauschal kann ich das gar nicht so sagen. Was einfach auch daran lag, dass wir gar nicht so unendlich viel Zeit mit vielen GenossInnen verbracht haben. Wir waren ja auch während der griechischen Sommerpause da, die jetzt nicht wie der deutsche Running Gag, sondern tatsächlich eben auch nochmal aus so Notwendigkeiten, dass viele im Sommer auf den Inseln sind, arbeiten,
Saisonarbeit machen. Aber so die, mit denen wir gesprochen haben, ja, es war so eine Mischung aus Resignation, in dem Sinne, dass jetzt wieder quasi eine Geschichte im Sand verläuft und dann natürlich einige, die da keine großen Hoffnungen so oder so reingesteckt haben. So wie in meinem Gefühl gibt, und das hatte ich auch schon letztes Jahr, gibt es in vielen Bereichen halt so eine Art Grundresignation oder so eine Perspektivlosigkeit. Also es gibt immer noch eine starke Szene oder eine starke Bewegung. Es gibt auch viele Projekte, die Hoffnung machen und die hoffnungsvolle Ansätze bieten. Also ihr habt bestimmt von der besetzten Viomé-Fabrik gehört oder eben von den Krankenhäusern und den ganzen Gesundheitszentren, die sich in Selbstorganisation gründen oder wieder gründen. Aber auf der anderen Seite hat man halt ein Land mit einer super politisierten Gesellschaft, mit einer großen Bewegung, die in den letzten 5, 6, 7 Jahren unglaublich starke Kämpfe geführt hat, quantitativ, qualitativ, die im Endeffekt ja ganz bösartig gesagt nichts bewirkt haben. Also wo einfach eine ganze Bewegung das Gefühl hatte, wir stehen bei einem Generalstreik mit 2 Millionen Leuten irgendwie in Athen vom Parlament und am nächsten Tag wird trotzdem das nächste Sparpaket irgendwie durchgewunken und schneidet uns noch enger die Kehle zu. Und der aktuelle Grundtenor war Richtung Abwarten. Nicht nur Abwarten im Sinne, was jetzt konkret gegen Syriza passiert, sondern es gibt da ja auch, also es ist ja auch die große Frage, was nach Syriza kommt, weil auch schon bevor Syriza an die Macht kam, gab es ja auch schon die Prognose, die ich auch in weiten Teilen teile, dass wenn Syriza eben scheitert, sie quasi die letzte Alternative im bisherigen Parteiensystem, die nicht vollends delegitimiert ist, bis auf die Alternative am anderen Rand, eben die Goldene Morgenröte, die jetzt gerade heute habe ich eine aktuelle Umfrage gelesen, die jetzt schon bei 14-16% gehandelt wird. Im Moment mag es ja noch aussehen, dass Syriza vielleicht noch eine Amtszeit kriegt, wie auch immer die aussehen wird. Aber meine Einschätzung und auch die vieler Freundinnen vor Ort war, dass wenn der Glaube daran wirklich verloren geht aus der Bevölkerung und wenn Syriza in derselben Reihe steht wie die verhassten in Anführungszeichen Parteien zuvor, dann bleibt quasi nur eine Alternative und dann kann es durchaus sein, dass es da sehr schnell, sehr stark nach rechts geht. Um zu einem etwas anderen Thema zu kommen, also ganz anders auf jeden Fall, weil Kaltland ist ja jetzt Warmland, Deutschland sind die Guten. Ihr seid jetzt da als Deutsche hingekommen nach Griechenland. Aus verschiedenen Medien hört man da ja von Ressentiments. Wie war da so euer Eindruck, wie die Leute so auf euch reagiert haben oder was habt ihr dann für Erfahrungen gemacht? Allgemein wurden wir fast überall ziemlich schnell gefragt, woher wir kommen. Weil dann meistens haben wir auch Berlin gesagt, anstatt Deutschland zu sagen. Aber dann wurde direkt immer gelacht. Und dann haben wir verlegen auch gelacht und manchmal nur Entschuldigung. Und dann irgendwie war es unangenehm. Also ich fand es für mich unangenehm, weil ich mich tatsächlich irgendwie doch dafür geschämt habe. Und da dachte so, ja, scheiße. Aber an sich wurden wir jetzt nicht blöd angemacht oder so, sondern war halt so. Und trotzdem waren wir die da in Urlaub fahren und uns freuen. Und ja, allgemein hatte ich den Eindruck, so ein resigniertes Schmunzeln über die Situation. Aber dass niemand das jetzt auf uns persönlich bezogen hat, warum auch. Ja, ich glaube, also ja, wie sie schon gesagt hat, warum auch. Da konnten die Leute ja auch total differenzieren, dass wir jetzt nicht zwingend für den ganzen Mist, der da passiert, konkret verantwortlich sind. Ich denke, es wäre noch ganz interessant, wo wir dabei sind, auch über diese Rolle als Urlauber, Urlauberin zu reden. Kann ja, muss ja wahrscheinlich eine bisschen widersprüchliche Situation sein. Ja, das war ja hauptsächlich, als wir da auf den Fähren das erste Mal mit den ganzen Menschen, die auf der Flucht sind, konfrontiert wurden, weil wir einfach in so einem Urlaubs alles ist toll Wahn drin waren und ich hatte kein Internet, das heißt, ich habe sowieso fast nichts mitgekriegt, was so passiert und das gerade auch gerne ausgeblendet. Und dann steigt man auf die Fähre, um die Insel zu wechseln und weiter tollen Urlaub zu machen und wird angesprochen, ja, hey,
was macht ihr hier so? Wir kommen aus Syrien und wollen nach Deutschland. Und ungefähr so waren tatsächlich auch die ersten Worte, mit denen wir angesprochen wurden. Und das war wie so ein Schlag ins Gesicht und hey, Realität, willkommen, ich bin immer noch da. Ja, mir wurde da erstmal bewusst, hey, auch wenn ich Urlaub mache, so es geht trotzdem noch weiter und irgendwie in Deutschland ganz viel davon gehört. Ich weiß, wie scheiße und schlimm das ist, aber trotzdem das dann nochmal so vor Augen zu haben, war einfach was ganz anderes. So traurig das ist, aber es war ganz anders, noch krasser und einfach so ein ätzendes Ohnmachtsgefühl, Hass auf alles und kein Bock mehr irgendwie. Ist also, ja, jetzt irgendwie weiter Urlaub machen, während der ganze Scheiß hier um uns, neben uns passiert. Fühlt sich scheiße an. Gleichzeitig dieses, boah, auf Deutschland habe ich gerade so gar keinen Bock. Das war so, ja, egal was wir jetzt machen, so, es ändert überhaupt nichts. Es ist scheiße. Und es sind so viele Menschen. Und dann nochmal dieses, boah. Warum war uns das vorher nicht, oder es war uns bewusst, aber warum war es, hat sich's vorher nicht genauso schlimm angefühlt, wie wenn man es sieht? Also es war wirklich eine krasse Erfahrung. Gerade so im Sinn, man hat halt wirklich von einer Sekunde auf die andere so seine ganzen Privilegien, die man so als ja, deutscher Staatsbürger mit einem gewissen ökonomischen Background hat, so unter die Nase gerieben. Also sowohl, dass man sich es leisten kann, jetzt einfach hier munter Urlaub zu machen. Das war ja vorher in Griechenland auch schon so ein bisschen der Fall. Aber halt auch gerade, dass es halt absolut kein Stress war, da jetzt, dass wir da quer durch Europa irgendwie nach Griechenland chatten und eben dann später auch auf dem Rückweg, dass für uns halt kein Problem ist, irgendwie an der Grenze durchzuflutschen, während ein paar hundert Meter nebendran hunderte Leute den Grenzzaun auf und abrennen und eine Lücke suchen. Es war auch am Anfang, als dann man ganz mit den vielen Leuten irgendwie unterwegs war, zumindest für mich, oft auch erstmal so ein Hemmnis, so wie, also klar hatte ich irgendwie Bock mit denen zu quatschen und so, aber ne, wie startet man so ein Gespräch? So, ja, was macht ihr? Ja, wir kommen aus Deutschland, machen hier Urlaub und ihr? Ja, wir sind aus Syrien und flüchten gerade nach Deutschland. So, das, also man hat sich schon mies gefühlt. So, ich meine, ich bin jetzt auch immer noch nicht der Meinung, dass alle Menschen, die glücklicherweise privilegiert sind, sich jetzt dessen schämen müssten und asketisch, ne, ihren Lebensstandard runterschrauben oder so. Aber es war, ja, das sind zwei Welten irgendwie aufeinander geprallt. So plump das klingt und so sehr man ja auch davor davon wusste. Aber ich persönlich habe zum Beispiel noch nie jemanden getroffen, der gerade auf der Flucht war. Gerade im Kontext von ich mache Urlaub, die andere Person ist auf der Flucht. Das war auf jeden Fall eine ziemlich prägende Erfahrung. Also der ganze Urlaub und die vielen Eindrücke und die vielen Gespräche. In ganz besonders nochmal so über sich und seine Privilegien nachzudenken und das nicht nur immer so als Phrase abzutun. Ja, ich weiß, dass ich privilegiert bin. Ich weiß, dass ich als Deutscher bla bla bla. Und dann, da war das wirklich auf so einer emotionalen Ebene. So eine Mischung aus Scham auf der einen Seite, dass man es ist und die anderen nicht, obwohl das genauso tolle Menschen sind. Auf der anderen Seite eben auch auf so einer sehr wütenden Ebene. Das ist einfach nur so ein blöder Zufall, wo man halt irgendwie auf die Welt kommt, so zwei komplett unterschiedliche Lebensrealitäten hervorbringen. Danke auf jeden Fall fürs Teilen dieser auch sehr persönlichen Einschätzungen. Und als ihr dann ins Gespräch kamt mit den Leuten, beispielsweise aus Syrien, was haben sich dann für Gespräche entspannt? Kam mit uns ins Gespräch. Das ist ja dieses, dass wir erstmal uns, weiß nicht, ob, ja doch irgendwie nicht getraut oder auch, ich hatte halt Angst, dass die das überhaupt nicht wollen. So, aber wir haben auf der Fähre gesessen und dann auch alle, überall, haben mit allen, die da gesessen haben, geteilt. Und wir haben da gesessen und wurden mir eine Packung Kekse hingehalten und gefragt, ob ich auch einen will. Und dann kam, ja. Woher kommst du denn? Ich glaube, du kommst aus England. Ich meinte, nee. Ja, woher kommst du denn dann? Aus Deutschland. Oh, Deutschland, echt. Oh, erzähl mal davon. So, ja, dann noch so, ja, wir kommen aus Syrien und wollen nach Deutschland, aber schon so, ja, das weißt du ja bestimmt. Und haben dann angefangen, ganz viele Fragen über Deutschland zu stellen.
was die Medien berichten, ob berichtet wird, dass alle aus Syrien Terroristen sind und deswegen nach Deutschland wollen. Und dann haben sie gefragt, wie groß Deutschland ist und ob wir eine Stadt kennen, in die sie können, wo es am schönsten ist. Und haben dann, oder wir haben dann auch angefangen, ganz viel zu fragen. Dann haben sie ganz viel über Syrien erzählt und wollten dann auch erklären, warum sie nach Deutschland kommen, beziehungsweise warum sie nicht mehr in Syrien bleiben können. Da war auch ganz klar, ja, wir würden gerne da bleiben. So ist es nicht, dass wir da weg wollen, aber es geht nicht mehr. So, wir haben jetzt kein Wasser mehr, wir haben keinen Strom mehr, wir haben kein Internet mehr. Alles ist kaputt. Wir haben Angst und schade, aber das war's. Ja, alles war scheiße, aber jetzt haben wir Hoffnung. So, eine war Mediziner, der andere Ingenieur. Und sie wollen nach Deutschland, um dort von den Besten zu lernen. So, das war der Grund. Deshalb sie meinten, ja, deswegen wollen wir nach Deutschland. Wollen besser werden, die können das. Hat einer auf meinen Rucksack geguckt und dann habe ich auf seinen Rucksack geguckt. Und ich hatte so einen großen Wanderrucksack und er hat so einen kleinen, ganz normalen, der ziemlich leer aussah. Und dann meinte er, ja, so einen Rucksack hatte ich am Anfang auch, bevor wir auf das Boot sind. Den konnten wir nicht mitnehmen, sonst wäre das Boot untergegangen. Und was hast du da denn noch drin? Und er meinte, ja, so, das ist der Rucksack von uns beiden, wir teilen den uns. Jeder hat da ein T-Shirt und die Papiere. Sonst hat einfach gar nichts mehr. Dann haben sie auch erzählt, dass sie auf einem 6 Meter langen Boot, 1 Meter breit, mit, was haben die gesagt, 60 Leuten unterwegs waren und dass sie ja das überlebt haben und somit das Schlimmste überstanden haben. Und die waren zwischen 20 und 22, die drei. Einer 33, der seine Tochter in der Türkei gelassen hat und jetzt vor nach Deutschland will, um die später nachzuholen, wenn er was gefunden hat. Und gleichzeitig der Bruder mit seiner Frau und einer 2-jährigen Tochter, die einen total leeren Blick hatte, die mit auf dem Boot war. So. Und dann, als wir über Syrien gesprochen haben, hat der eine die ganze Zeit angeschubst, ja, lass mal, so hör mal auf, über Syrien zu reden. Nicht, dass die sich wegen uns schlecht fühlen. Das war total krass. So, weiß ich nicht, wie uns wegen denen schlecht fühlen, so. Nee, und mussten dann ganz oft bestätigen, dass das in Ordnung ist und dass wir das super interessant finden und dass es total wichtig ist, wenn sie uns davon erzählen. Dann meinten sie auch, ja, wenn in Deutschland alle so sind, so, oder ja, voll schön, euch kennengelernt zu haben, dann kann es in Deutschland ja nur besser werden und wir sehen uns dann in Deutschland und feiern dann eine fette Party und schade, dass wir uns in Syrien nicht treffen können und da feiern. Und dann hat einer von denen diesem leeren Rucksack, den er hatte, rumgewühlt und meinte, ja, ich habe was für euch. Und dann hat er 2 Scheine rausgeholt, syrisches Geld, und meinte, ja, die brauche ich nicht mehr, aber dann habt ihr ein Andenken an uns. Und hat jeder von uns so einen Schein gekriegt und hat er den gezeigt, geguckt und meinte, auch kaputt. So, ich weiß gar nicht, was auf dem Schein drauf ist. So, kenne ich nicht, aber das ist wohl auch nicht mehr vorhanden. Aber die waren super optimistisch, irgendwie so gut gelaunt. Kurz vorher habe ich noch am Hafen gesessen und geheult und kam gar nicht mehr klar, weil das da war, als wir es so zum ersten Mal wirklich gesehen haben, während nebendran die Yachten angelegt haben. Das war der Punkt, an dem ich keine Lust mehr auf den Urlaub hatte und nach Hause wollte. Und dann haben wir mit denen gesprochen und die waren so toll und ich weiß nicht, aber die haben es geschafft, dass ich bessere Laune hatte. Und ich weiß gar nicht, das ist auch absurd, aber glücklich von dieser Fähre runter bin, weil, weiß ich nicht, die hatten so viel Mut oder Lebensfreude tatsächlich, wie absurd das für mich dann irgendwie trotzdem war. So das Gefühl, boah, ist das scheiße und boah, seid ihr beeindruckend. Ja, es war eigentlich immer ein bunter Mischmasch. Also aus, ne, was sie eben meinte, ganz viel Fragen, wie es in Deutschland so ist, wie die Stimmung ist. Viele Erzählungen über Syrien, über ihre Flucht. Teilweise auch sehr nüchterne, aber auch sehr bittere Anekdoten. Also wir haben vorher auf einer Fähre nach Kalymnos, das ist die Insel neben Kos, Leute getroffen. Und da meinte jemand, der auch so Mitte 20 war vielleicht, also ziemlich schnell am Anfang des Gesprächs, dass er eben geflüchtet ist, weil er seit Beginn des Konflikts sich versucht hat, herauszuhalten, weil es ihm, wie er es genannt hat, seine Moral irgendwie verbietet, Menschen zu töten für
irgendein abstraktes Ziel. Und er sich da sowohl versucht hat, vom IS als auch vom Assad-Regime irgendwie zu fernzuhalten. Und dass er irgendwann untertauchen musste, nachdem eben die Assad-Truppen immer stärker gegen Deserteure oder gegen Kriegsdienstverweigerer vorgegangen sind. Und dass er da relativ lange im Untergrund gelebt hat, in Aleppo. Aber nachdem, wie er meinte, sein 10. Freund verschwunden ist oder in den Knästen da gelandet ist und eben ja, umgebracht wurde, so hat er dann für sich selbst gesagt, dass das alles keinen Sinn mehr macht und ist dann eben auch über die Türkei weiter geflüchtet. Aber auf der anderen Seite war man dann 10 Minuten später dabei, dass ein Freund von ihm, der da mit unterwegs war, davon erzählt hat, von seiner Karriere vormaligen als Star-Friseur in Aleppo. Hat mir auch ganz viele Bilder auf seinem Smartphone gezeigt von Frisuren, die er gemacht hat, die echt schick waren. Und ja, es war wirklich ein total bunter Mix. Also mit der Familie, von der sie vorhin erzählt hat, so, da war ein ganz großes Thema Rockmusik, weil mehrere davon total auf Iron Maiden und so standen, aber es in Syrien leider, so meinten sie, keine tolle Szene dafür gibt. Aber es gab wohl ein paar sehr gute Underground-Clubs in Aleppo und ziemlich gute syrische Metal-Bands. Und das war das auch so das auf der einen Seite so diese Offenheit, ja, irgendwie dieser Mix, halt schon drüber zu reden und auch offen irgendwie zu sagen, weswegen man flieht und das auch gar nicht schön zu reden oder gar nicht drüber zu reden, aber auch, ja, dass man irgendwie in einem Gespräch war, wie du und ich führen, wenn wir uns zufällig auf einem Café treffen oder so. Also eine Anekdote war, was ich auch mich lang nicht losgelassen hat, war einer aus eben dieser größeren Familie, der dann auch gefragt hat, was wir arbeiten, und wir meinten, dass wir so im Sozialbereich arbeiten mit Kindern. Dann hat er erzählt, dass er das in Aleppo eben auch lange gemacht hat, also während des Konflikts, dass sie da versucht haben, wenigstens trotz aller Widrigkeiten und Kriegshandlungen da noch mit Kindern zu arbeiten, Angebote für Kinder zu machen. Und das, was ihn total geprägt hat, war eine Erfahrung, als sie mal in dieser Gruppe, in der er gearbeitet hat, die Kinder oder den Kindern gesagt haben, sie sollen mal etwas malen, egal was ihnen Sicherheit gibt oder wo sie sich sicher fühlen. Er meinte, sie haben halt damit gerechnet, ne, was man jetzt so spontan sagen würde, von irgendwelchen Märchenschlössern, der Familie, einem großen Zauberpony, was einen beschützt oder was auch immer. Und er meinte, was eben war, dass ausnahmslos alle Kinder in dieser Gruppe dasselbe gemalt hätten, und zwar einfach nur ein Haus. Ein Viereck mit Dach drauf. Und dass das, ja, also er hat es genannt, dass die Fantasie der Kinder irgendwie gestorben ist. Und dass das Einzige, was sie sich noch vorstellen können oder was so ihr größter Traum, ihre größte Fantasie ist, ist ein ganzes Haus. Das ist die Sicherheit, das ist das Zeichen, dass alles normal ist. Und dass viel mehr, also der ganze fantastische Kram, tolle Kram, den Kinder sonst so rumspinnen, den gibt's einfach nicht. Es ist alles nur fokussiert auf diese Sicherheit, symbolisiert durch ein intaktes Haus. Eigentlich haben die so viel erzählt und so viel Spannendes. Aber nur auch eine Frage, die ich super krass irgendwie fand, als er mich gefragt hat, warum manche in Deutschland nicht wollen, dass sie kommen. So, das fand ich eine total krasse Frage, auch in dem Moment, weil ich halt einfach eine super coole Familie vor mir sitzen hatte, die größtenteils so alt war wie ich. Und dann auch so dieses dachte, ich weiß es einfach nicht. So, und was soll ich auf die Frage antworten? So, das finde ich so. Genau in dem Moment dieses, ja, warum soll irgendwer nicht wollen, dass die kommen? Und auf der Fähre waren echt richtig viele Kinder, besonders so zwischen 0 und 10. So auch manchmal nur vielleicht Mutter, Vater und 4 Kinder dabei. Hat auch total fertig geguckt und todmüde. Ja, ich finde es auch manchmal ein bisschen schwer begreiflich, wie Rassistinnen so ticken. Heute habe ich erst ein Video gesehen, was mich auch ziemlich verstört hat, wo in Ungarn bei einem
Versuch von Refugees zu fliehen, die über ein Feld gejagt wurden von der Polizei. Und eine Kamerafrau dabei war, die das Ganze gefilmt hat. Und dann kam ein älterer Mann, vielleicht um die 60, mit einem Kind in den Armen, lief an ihr vorbei, sie ist so draufgehalten und dann plötzlich den Fuß ausgefahren und den mitsamt Kind voll stolpern lassen, damit die Bullen ihn kriegen. Und dann wieder mit der Kamera draufgehalten, wo ich gedacht habe, Mann, ist das eine scheiß Person. Das war echt richtige Wut. Und das zu erklären, ja, ist ein schwieriges Thema. Ihr habt ja auch Erfahrungen gemacht vor Ort oder euch erzählen lassen, wie da auch die griechischen Behörden umgehen mit dem Thema der Refugees. Könnt ihr da ein Beispiel erwähnen? Also allgemein ist es eben so, dass Griechenland de facto kapituliert hat. Also laut diesem ganzen tollen Dublin-Abkommen etc. müsste Griechenland ja eigentlich sich drum kümmern, um Unterkunft, um Registrierung, um die Asylverfahren. Fakt ist, dass jeder, der dort ankommt, sich registrieren lassen muss, im Sinne, dass er oder sie ein Blatt Papier kriegt, ein weißes, ist immer weiß, auf dem die Daten stehen, auf dem steht, dass die Person alle griechischen Verkehrsmittel umsonst benutzen darf und gefälligst das Land in 6 Monaten zu verlassen hat. Was so auf den Inseln passiert ist, ja, es war ja erstmal nicht, also es war der Staat, der nichts gemacht hat, aber erstmal war der Fall, dass die Inseln sich quasi einem Ansturm, aber dass eben so viele Leute in so kurzer Zeit auf diese Inseln gekommen sind, dass da die Infrastruktur faktisch kollabiert hat. Die Infrastruktur auf ganz vielen Inseln ist eben auch so, dass selbst während der normalen Touristenhochsaison, die am Limit arbeitet, also gerade was Frischwasserversorgung, was Abwasser, Müll etc. angeht und die eben allgemein infrastrukturell auch gar nicht ausgelegt sind auf viele Geflüchtete. Und was uns zum Beispiel die Menschen dieser Familie erzählt haben, mit der wir die längste Zeit verbracht haben, die vorher in Leros in einem Flüchtlingslager waren, war quasi exemplarisch wohl auch für die anderen Inseln, was wir ansonsten auch gehört haben, dass es einen Ort gab, an dem oder einen oder mehrere Orte, an dem alle geflüchteten Menschen zusammengepfercht wurden. Die Orte meist Ruinen waren, große Lagerhallen, was auch immer, jedenfalls ohne oder mit lächerlicher Anzahl von sanitären Einrichtungen, also entweder gar keine oder vielleicht mal 2 Toiletten auf mehrere tausend Leute, keinen Zugang zu Trinkwasser, wo es auch oft auch Fälle gab, dass Einheimische einfach Menschen, die sie als Flüchtlinge ausgemacht haben, auch nicht bedient haben, selbst wenn die Geld hatten und einfach an einem Kiosk Wasser kaufen wollten. Also das wäre erstmal so eine passive Geschichte, aber auch aktiv, dass ja zum Beispiel auf Kos mehrere tausend Leute in Fußballstadion gesperrt wurden und während sengender Hitze ebenfalls ohne sanitäre Einrichtungen, ohne jegliche Hygieneinfrastruktur, ohne Wasser. Und eben als da Menschen protestiert haben und gewaltsam versucht haben, aus dem Stadion rauszukommen, sie mit Feuerlöschern von der Polizei, also mit Feuerlöschern, irgendwie zurückgedrängt wurden. Und dann die einzige Versorgung, die es gab, war eben durch eingesperrte Personen, die waghalsig da über Absperrungen und Zäune und sonst was Mauern geklettert sind, um dann quasi in der Stadt Wasser zu holen für die Leute da vor Ort. Und das war eben so ganz lang der Ist-Zustand, dass die da ankommen, die Lokalregierungen vollends alleingelassen wurden, dass so das bisschen Unterstützung, was kam, absolut ehrenamtlich irgendwie vonstatten ging und eben die Leute, so gut es ging, irgendwie mit den Fähren aus Festland sind. So, was sie ja durch die weißen Scheine durften offiziell, allerdings mit der Einschränkung, dass sie damit nur Restplätze nutzen durften. Das heißt, sie mussten halt wirklich vor jeder Fähre eine Stunde vorher oder so in die Reisebüros oder in die Ticketschalter gehen und eben fragen. Und da ist es ja an sich schon mal eine sehr zermürbende Angelegenheit. Und ein Freund eben aus Thessaloniki hat uns beispielsweise erzählt, dass auf Lesbos dieses Hauptsammellager 50 oder 80 Kilometer von der Hauptstadt entfernt ist.
eben wo als einziges die Fähren anlegen. Das heißt, die kommen da an, werden da hingebracht und müssen quasi jeden Tag in diese Hauptstadt gehen, um zu schauen, ob sie eine Fähre kriegen oder erstmal um registriert zu werden. Und diesen Weg müssen sie zu Fuß bestreiten. Und die Polizei oder sonstige staatliche Behörden beschränken sich darauf, an diesem Weg zu patrouillieren, der von diesem Lager zum Hafen, zur Hafenstadt führt. Und Leute zu verhaften, die Menschen da, die halt in ewig langen Treks unter praller Sonne da hin und her wandern, zu unterstützen, mitzunehmen, denen Wasser zu geben. Dass da massiv Leute verhaftet wurden unter dem Vorwurf der Schlepperei oder der Fluchtbegünstigung oder wie sich das auch immer schimpft. Also es war halt wirklich so ein Mix aus Passivität und aggressivem, ja, unter Kontrolle halten. Es ist, also gerade als wir da waren, hat die Regierung wohl so weit reagiert, dass sie eine Fähre gechartert haben, die zumindest nach Kos gefahren ist und seitdem zwischen Kos und Athen, also Piräus, hin und her pendelt und Menschen hin und her bringt. Wobei das auch eine Fähre ist, die rein für syrische Menschen vorbehalten ist. Das heißt also, alle anderen, also Menschen, die aus anderen Ländern flüchten, müssen dann quasi als Flüchtlinge zweiter Klasse sich weiterhin um die Restplätze auf den regulären Fähren prügeln. Diese Fähre für Leute aus Syrien wurde eingeführt, als wir auf der zweiten Insel waren. Das heißt, danach die Fähre, die wir genommen haben, war auch auffällig. Dass erstens ein bisschen weniger Leute auf der Fähre waren, aber auch, dass so vorher hatten die teuersten Klamotten irgendwie an, so alles, was sie noch hatten. Und später eher in Jogginghosen. Weiß gar nicht, aber auf der ersten Fähre haben total viele Englisch gesprochen und danach weiß ich nicht, ob wir einfach zu müde waren. Aber die beiden, mit denen ich gesprochen habe, die von Leros erzählt haben, meinten, dass es so die Hölle überhaupt gewesen wäre, dass es unvorstellbar wäre, dass in dieser Unterkunft, ja, ohne Wasser, ohne Bäder, die meinten einfach nur die Hölle. So, du kannst dir das nicht vorstellen, es war ganz schrecklich. Macht dann eine Pause mit. Ja, aber bevor wir hier auf die Fähre sind, wir waren duschen. Ob ich irgendwie schlecht von ihm denken würde, weil er keine Gelegenheit gehabt hätte zu duschen. Und auch während der Fährfahrt waren alle auch auf der Fähre duschen. Ja, alle Möglichkeiten genutzt. War dann an der Grenze von Griechenland zu Mazedonien. Sind erst auch nicht über die Grenze gekommen, weil uns die Versicherungskarte für das Auto gefehlt hat. Und da habe ich mich auch umgeguckt und dachte, ja, wie in den Medien stand doch, hier sind total viele Leute, die über die Grenze wollen. So offensichtlich ist das der Bahnhof, aber habe niemanden gesehen. Und dann mussten wir wieder umdrehen, um zu überlegen, was wir jetzt machen, wenn wir erstmal nicht über die Grenze kommen. Und erst auf dem Rückweg, auf der Spur, hat man richtigen Einblick in die Felder gehabt. Und da waren hunderte von Menschen in der prallen Sonne in wunderschönen Sonnenblumenfeldern, so wo es weit und breit aber einfach nichts gab. So kurz vor der Grenze, aber das war noch ein Stück, gab es so ein Euro- oder Border-Laden, weiß nicht genau, wie der hieß, wahrscheinlich super teuer. Da sind ganz viele Leute hin und her gependelt, um Essen zu kriegen oder hauptsächlich Wasser, weil das einfach das Einzigste weit und breit war. Und da auch wieder total viele Kinder, die da auf der Autobahn rumgelaufen sind, die von ihren Eltern hinterhergezogen wurden, total fertig. Und an der Grenze vereinzelt auch Leute, die da mit ihren kleinen Rucksäcken standen und mit traurigem Blick sich umgedreht haben und wieder zurückgelaufen sind in diese Felder, um da irgendwo einen Weg zu finden. Ja, in der prallen Sonne und da gab's einfach nichts. Und da, als wir gewartet haben, haben wir dann auch ganz viele, es hat sich angehört wie Schüsse, aber da haben wir später gelesen, dass das wahrscheinlich die Blendgranaten waren, die da sich abgeschossen wurden, weil da gerade die 4000 Leute die Grenze gestürmt haben. Und auch, wo wir das nicht direkt gesehen haben, nur von den Schüssen total, weiß ich nicht, bedrängt, ekelhaft, unangenehm. Obwohl wir wussten, dass wenn wir jetzt 60 Euro für diese blöde Karte bezahlen, dass wir über die Grenze kommen und wir da jederzeit weg können. Ja, als wir in der mazedonischen Grenze waren, war das wieder so ein Moment, wo ich einfach fertig war und dachte, scheiße, dass das alles passiert, und hat meiner Mutter eine SMS geschrieben, mir das irgendwie erzählt und dann, also die Antwort, die ich gekriegt habe, ja, pass auf dich auf. Und das war, ich wurde erstmal wütend und dachte so, warum soll ich denn hier auf mich aufpassen? So, das sind hunderte, tausende von Leuten, denen sollst du das wünschen, die müssen auf sich aufpassen und mir geht's einfach saugut, so.
ich habe alles, ich kann hier gleich drüber fahren. Und dann kam auch, ja, aber nehmt niemanden mit, auf Schlepperei gibt's hohe Strafen. Das ist auch so, das ist meine Mutter ist, von der ich echt gut denke, der ihr Vater selbst nach Deutschland gekommen ist, die dann mit so Sachen kommt, ich auch einfach schockiert. Ich auch nicht, was ich dazu sagen kann und einfach nur traurig. Ich so, sogar meine Mama denkt so. Aber er lässt sich dadurch einschüchtern. Also in Serbien haben wir dann selber nicht viel mitgekriegt, da wir da ziemlich straight durchgefahren sind. Wir waren dann auch nicht in Ungarn, was ja zurzeit noch die Hauptroute ist. Haben dann den Schlenker über Kroatien, Slowenien gemacht. Was dann interessant war in Slowenien, weil wir da nochmal eine Pause gemacht haben, ebenfalls bei Genossin, die gerade zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, auch stark in den Strukturen diskutiert haben, wie sie mit der Thematik umgehen. Weil das auch genau zu der Zeit war, als Ungarn diesen lang angekündigten Grenzzaun fertiggestellt hat, der zurzeit noch Lücken hat, aber ja bis nächsten Monat auch noch erweitert werden soll, zusätzlich zu diesen ganzen abschreckenden, ekelhaften Gesetzesmaßnahmen, die sie ja jetzt kürzlich verabschiedet haben. Jedenfalls interessant war es, dass eben die Leute in Slowenien das diskutiert haben mit den Auswirkungen, die daraus folgen werden, weil wenn eben die ungarische Grenze dicht ist, bleiben de facto nur noch zwei Wege und das ist entweder über Kroatien, Slowenien, dann nach Österreich und Deutschland oder ganz außenrum, wo die nettere Alternative natürlich Esteres ist. Und das ist genau das, was meiner Einschätzung nach auch früher oder später passieren wird, jetzt unabhängig von dem humanistischen Wochenende, was Deutschland jetzt akut gefeiert hat, indem sie mal immerhin jetzt in den letzten Tagen mehrere 10.000 Leute hat einfach durchreisen lassen. Aber die Stimmung kocht ja jetzt schon wieder hoch. So ganz, ganz, ganz viele Zitate, die von einmalig und Ausnahmen und sonst irgendwas reden. Und es wird halt nicht aufhören. Also zu dem Zeitpunkt, als wir auf den Inseln waren, kam von Kos, wusste ich die Zahl, dass da pro Tag 1.000 bis 1.500 Menschen ankommen. Und auf den anderen Inseln wird es nicht anders aussehen. Und ja, dass eben dieser Strom nicht abreißen wird, aus den verschiedensten Gründen. Das war auch ein Punkt, den ich viele Leute gefragt habe, warum denn jetzt, warum denn jetzt so plötzlich? Und dass eben in Syrien jetzt wirklich der Punkt erreicht ist, wo die Hartgesottenen fliehen, wo eben gerade diese, na, sagen wir mal Mittelschicht, Oberschicht, eben die sich auch leisten kann, diese ganzen Schleppergeschichten zu bezahlen und gleichzeitig die waren, die am längsten versucht haben, im Land zu bleiben, die am meisten zu verlieren hatten, materiell oder wie auch immer, dass es eben die sind, die jetzt fliehen, so, dass es sich da einfach eine Dynamik in Gang gesetzt hat mit der Erkenntnis, so, es wird halt in absehbarer Zeit wird sich an der Situation nichts ändern, im Gegenteil. Und dass viele jetzt eben noch den Sommer nutzen wollen, bevor sie eben noch ein halbes, dreiviertel Jahr Bürgerkrieg erdulden müssen, bevor es die nächste Möglichkeit gibt zu flüchten. Und dass in den angrenzenden Ländern, Irak, Pakistan oder wie auch immer, eben auch nicht anders aussieht. Und ja, dass wir eben bald an einem Punkt sein werden und ich meine, die Stimmen werden ja auch schon lauter. Also dass nach und nach wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich eine Fluchtstrecke nach der anderen so weit erschwert wird, dass der Großteil der Menschen sich andere Wege sucht. Und wenn das irgendwann erschöpft sein sollte, ja, ich meine, es gab ja nicht bisher nicht nur einen Politiker, der den Einsatz der NATO oder Vergleichbares an den Außengrenzen gefordert hat, sollte die Situation so bleiben oder sich verschlimmern. Und nach der Erfahrung, die wir gemacht haben, wird es sich eben nicht verbessern in absehbarer Zeit. So. Und dann wird es, glaube ich, ziemlich hässlich. Naja, irgendwie ist es ja schon hässlich. Das Erste, was wir gehört haben, als wir dann wieder über die Grenze sind und in Deutschland waren, haben wir dann Radio gehört, waren alle 20 Minuten irgendwelche Nachrichten, wovon brennenden Flüchtlingsunterkünften erzählt wurde. Haben wir vorher so ein bisschen mitverfolgt, aber dann das irgendwie nochmal so mitzukriegen, auch im Kontrast zu all dem, was wir gesehen haben, so verrückte Welt. Dann möchte ich euch auf jeden Fall herzlich danken für dieses sehr intensive Gespräch.
Bitte, bitte. Ja, gerne. Ich finde es wichtig, dass viele Leute auf so einer Ebene Erfahrungen teilen, weil das jetzt mal unabhängig von allen politischen Analysen und Konzepten und was auch immer hin oder her, aber ich glaube, das sind wirklich die Erfahrungen, die einem sehr eindrücklich bewusst machen, an welchem Punkt wir sind und dass sich eben was ändern muss. Das war zumindest so mein Resümee aus den letzten Wochen. Ich würde auch gerne nochmal betonen, dass das hier ein Reisebericht war quasi und der kann und soll auch gar nicht tiefergehende politische Analysen lokaler Akteure, Akteurinnen ersetzen. Wir haben aber im A-Radio Berlin auch entsprechende Interviews geführt und werden sie auch in Zukunft weiterführen. Da könnt ihr euch dann anderweitig auch informieren.